Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anibal P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir sind hier im Champ Cup und müssen uns weiterhin gegen die ganzen Arena-Leiter hier noch mal beweisen. So, mein Gott, habe das richtige Wort gesucht. Und ja, wir haben in der letzten Folge Bettys, welcher die Feen-Arena-Leiterin mehr oder weniger vertreten hat, den haben wir besiegt. Und ja, Kate, die Wasser-Arena-Leiterin. Und ja, wir haben schon auf der Tabelle gesehen, gegen wen wir als nächstes antreten können. Ich kann leider ja nicht nochmal nachgucken, aber nächste Gegnerin wäre Zyda. Und ja, dann wahrscheinlich Roy, nehme ich an. Ich habe mein Team entsprechend geändert, ne? So, mit Marikasam vorne sollten wir doch hoffentlich mal zum Zuge kommen und ja, gleich ein Pokémon mal down kriegen, damit ich die auch mal gelevelt kriege, weil das geht jetzt mal langsam nicht so. Hey. Das Halbfinale, das Finalturnier steht bevor. Ich merke gerade auch, dass das ja irgendwie mehr so die Top 4 setzt aus anderen Spielen. Wir treffen ja einen Trainer nach dem anderen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hier raus kann, ne? Aus diesem Wartebereich. Also ja. Also das ersetzt mehr oder weniger die Top 4 in anderen Spielen, was ich ehrlich gesagt interessant finde. So, wir starten nun in die zweite Runde des Finalturniers. Welcher der vier verbleibenden Trainer wird am Ende des Champs dem Champ gegenübertreten? Weiter geht es mit dem ersten Kampf der zweiten Runde des Finalturniers. In der ersten Runde konnte Daniro sich in einen unerwarteten Kampf gegen Baptiste durchsetzen und hat selbst Arena-Leiterin Kate bezwungen. Wird er seine Siegesserie fortsetzen? Nicht, wenn es nach Zyda, dem Wunderkind des Galar-Karate, geht. Einen riesen Applaus, bitte. Ich habe mein Team gegen mich optimiert. Eines steht fest, dieses Mal werden meine Attacken wie die Faust aufs Auge passen. Mein Team wird bei dir ordentlich für Herzrasen sorgen. Bist du bereit? Dann komm und kämpfe. So. Und sie ist ja nicht vorhanden in Schild, deswegen überlege ich schon die ganze Zeit. Wenn ich noch mal extra einen Pokémon Schild Part machen, wo wir dann wahrscheinlich gegen Neo kämpfen werden. Oh ja, ich werde das wahrscheinlich auslassen, keine Ahnung. Was mich zwar schon einmal besiegt, aber jetzt zeige ich dir, was ich wirklich drauf habe. Ja, ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Weil nicht. Ich meine, wir haben jetzt schon so gut wie alle Pokémon hier gesehen. Also, okay, du setzt Sprungfehler ein, das ist jetzt mal wieder ganz doof. Gut, dann machen wir Folgendes. Du bist ja Flug. Warte mal. Sprungfehler, ist das Flug oder ist das normal? Ne? So oder so, Blackwing. Ja, ob das jetzt Sprung oder normal ist, Blackwing hält dann aus. Das Ding ist ja auch Kampf und wir haben Borschnabel, ne? Also ja, komm her, Erzwinger. Ja. Das ist nicht sehr effektiv. Was? Das kann paralysieren, sagt man das denn? Ah, Borschnabel, komm. Turmkick, oh nee. Ah, ist er neutral. So, komm her. Geh weg. Oh. Warte mal. Nee. Wenn ich jetzt ein Geist-Pokémon hätte. Ne? So, in der Hoffnung, dass du wieder Turmkick einsetzt, ne? Komm. Oh, du. Das ist nur ganz kurz gucken. Halt alle Staatsprobleme. So, ich muss jetzt mal ganz Staatsprobleme. Warte mal. Das sieht man hier nicht. Zustandsprobleme werden das dann, ne? Das ist ja wieder was anderes, ne? So, versuchen wir wieder das gleiche. So, Psychokämpfer. So. Ich habe eine Idee hier. Na komm, du wirst das doch schon aus. Du wirst einen Schlag aushalten kommen. Einen Schlag wirst du aushalten kommen.
So. Oh. Jetzt gut. Oh. Ich kann ja auch wieder alles schief gehen, ne? So. So ein Pokémon mit Magikasama down gekriegt. Na endlich. Hat 67 Angriffskraft. Was? Das ist jetzt nicht gut. Komm, setz irgendwas Doofes ein. Komm. Laubklinge, Laubklinge. Oh, überlebt. Psychogenese, los, ich weiß. Laubslot halt nicht voll aus. Jawohl. Laubslot ist einfach nur Schaden. Gott. Oh. Gut, Magikasama hat einen Lauf gerade. Kaukto. Boah, jetzt blöde Frage, war das jetzt Kampf oder war das Kampfwasser? Ja, Magikasama wird jetzt nichts mehr reißen können, also. Komm, vielleicht setzt du ja irgendwas mega hieb. Ja, kann auch daneben gehen, Kollege. Ja, muss jetzt machen. So, Blackwing ist eigentlich auch voll nutzlos gerade. Also, habe ich noch irgendwas, was gut gegen Dings ist? Ist giftresistent gegen Kampf. Ja, ne? Na, mach mal Big Talks. Los, komm, schaff's das, Kollege. So, Overdrive. Dun, 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 dun. Oh, mega lieb. Das ist kein Stab-Angriff. Das ist also doof von dir, das einzusetzen. Ja, okay, naja, Kampf gegen Gift oder so, ja. Macht Sinn, dass die keine Kampfattacken einsetzen, ne? So, Legias. So, ich ahne irgendwie, dass du Finalformation einsetzt. Also, was was hier? Wangenobler. Nahkampf. Oh Gott. Okay, gut. So. Verteidigung. Gut, wow, ich. Das wird gut ausgehen für mich, habe ich so Gefühl. So, warte mal, Spezialverteilung hat sich jetzt auch gesenkt. Ja, okay, dann machen wir noch mal Overdrive. Dann gut, war letzte Pokémon hat ja bestimmt auch schon in der Arena Challenge, ne? Bleib standhaft, wir gehen gemeinsam unser Bestes. Oh ja, Macho Mai, oh nee. Wäre jetzt super gut, wenn ich dich noch paralysieren könnte, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Jetzt komm. Menno, dann schlagen wir eben alles kaputt. Ich soll dein, was soll ein Stärk mit Respekt mit Geiger Dynamax stand da. Also ich so schnell weggehen, er konnte gar nicht leben. Oh nein, es hat Hosen an. Das Ding, das hat richtig reingehauen, hat bei sich noch, glaube ich. Oh, sei schneller, sei schneller, sei schneller, sei schneller, sei schneller. Jawohl. Oh Gott. Oh. Ja, ist gut. Oh. Problem ist, hat das Ding Adrenalin oder nicht? Manchmal kann, glaube ich, Adrenalin haben, ne? Sonnenlicht wird stärker. Versuchen wir das doch mal auszunutzen. Ich habe leider nichts, um das ausnutzen zu können. Meteorologe kann ich einsetzen, aber ich möchte jetzt ungern irgendwie jetzt hier ein bisschen herum experimentieren. Wer schnell ein paralysierter Blackwing oder paralysiertes Maschumai? Oder so ein Remix vom Dingens. Einer von den Kampf, ich werde der Effekt, wenn eines der Pokémon Kampf
Ich würde sagen, Flora ist irgendwie die einzige Option, die wir ja gerade haben. So. War natürlich Dynamax. Initiative ist hier jetzt. Ne, war deiner Flora. Flora. Dein Afro wird jetzt riesig. Mega. Super Geiger. Deiner maximierte Flora. Aber Flora ist sehr langsam, also ja. Aber die hat auch sehr viel Verteidigung. Also wird schon irgendwie gut gehen. Manchmal hält nicht so viel aus. Aber vielleicht mal nicht. Dreck. Dann wiederum. Flora ist jetzt nicht so auf Angriff ausgelegt. Gott. Dann überlebst du. So. Oh ja. Nein. Dreck. So, ich gehe mal ein bisschen strategisch an. Deiner Wall. So. Boom. Ja, da bringt nichts. So. Weißt du was? Du gehst jetzt aus deiner Geiger Dynamax raus. Und ich bleibe in meiner. Sehr gut, ne? Jetzt hat seine Hosen verloren. Na, mal schon mal gucken, oder so nach oben. Oh Gott. So, hi, na. Frisst das. Das Ding überlebt noch. Ah, Flora, das sollte dein Tag werden, Leute. Warum? Egal, das Ding ist weg. Obwohl, die hat gleich eine Top. Jetzt wahrscheinlich der Top gegen so rennen, ne? Dreck. Setzt der Top jetzt ein, ne? So, komm. Oder auch nicht? Okay. Puff. Ja, von auch bringt einen weiteren Sieg nach Hause. Gut. Sehr gut. Eine Leiter Seiler wurde besiegt. Unfassbar, wie stark du bist. Meiner hätte ich barfuß, wie ich bin, die Flucht ergriffen. Okay. Und dann Neo macht den Sack zu. Seiler ist besiegt. Danke für diesen Kampf. Dass ich verloren habe, ärgert mich natürlich, aber ich fühle mich auch seltsam erfrischt. Ich kann es nicht leugnen, gegen dich zu kämpfen macht einfach Spaß. So gesehen, das war es für mich der perfekte Kampf. Du wirst auf deinem Weg noch unzählige Kämpfe beschreiben. Mögen sie dein Herz weiter stehlen. Wir verabschieden uns erneut für eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran. So, Roy, was für eine Überraschung. Wow, wie es aussieht, hat Roy mit Ness kurzen Prozess gemacht. Ja, war ja ein bisschen klar, ne? Hey, nicht schubsen, Mary. Oh, Daneo, tut mir leid. Nach meiner Schlappe wollte ich unbedingt, dass Ness dich als Revanche besiegt. Aber das macht mein großer Herr Bruder. Er fliegt sofort den Kampf gegen Roy raus. Echt toll gemacht, Ness. Wir denken bestimmt alle, dass unsere Familie nichts auf den Kasten hat. Nach was, jeder weiß doch, wie stark Roy ist. Und dafür, dass ich komplett auf Dynamax verzichtet habe, konnte ich echt gut mit ihm mithalten. Das haben die Zuschauer schon geschnallt. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist mir schon klar. Ich habe auch gesehen, was für einen tollen Kampf du hingelegt hast. Aber genau deshalb wollte ich auch unbedingt, dass du gewinnst. Ich bitte dich, Daniro, schnapp dir den Titel. Ich feiere dich auch an. Sorry, dass wir dir ja gerade mit unserem eigenen Drama ein Kotelett ans Ohr gelabert haben. Das ist sicher der letzte, was du für einen entscheidenden Kampf des Turniers brauchst. Roy wartet auf dem Platz auf dich. Zeig ihm, was nahe ist. Oh Gott, Roy, der war eindeutig der schwierigste Arena-Leiter. Also, was mache ich gegen den? Ich glaube, ich brauche meinen Starter mal. Jetzt mal ganz ehrlich, was mache ich gegen den? Ich muss meine Stärke im Pokémon mal raushauen. So, Koro, du hast Eiszahn.
Der hat doch diesen Stahldrachen, der so Herr von Lauch. Weiß das ja noch. Dieses Feuerdingen. Also Tiamat. Ich glaube, Raptor wäre auch nicht schlecht, ne? Wenn er wieder Sandsturm und also was einsetzt, ne? Könnte halt nicht schlecht sein. Floaden. Magikasam. Mach mal Little Mary. Und ich setze direkt Kuro ein in der Hoffnung, dass er irgendwie, weiß ich nicht. Ja, was auch immer einsetzt. Wohl, was wäre ein guter Start? Ist jetzt ja wieder, ne? Ich weiß es nicht. Der hat auch Libell dran, ne? Na, Koro, komm. Ist an erster Stelle, du schaffst das schon. Gott, hey, die Kämpfe sind ja echt gar nicht mal so einfach, ey. Ist mal ohne Mist. So. Roy, der macht uns jetzt fertig, pass auf. Es ist soweit, meine Damen und Herren, der letzte Kampf des Finalturniers beginnt. Wer wird sich das Recht streiten, den unschlagbaren Delon herauszufordern? Wird es Daniro sein, der glänzende neue Stern am Trainerhimmel? Oder wird es der ewige Ball des Shams sein, Roy, der Drachensturm? Jetzt hast du alles bisher geschafft. Du bist echt eine Nummer für sich. Delon hat die richtige Entscheidung getroffen, als er dir die Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als müsste ich erst einmal an dir vorbei, wenn ich gegen Delon antreten will. Ich bin so scharf auf dieses Duell, dass ich mein ganzes Team auf Einzelkämpfe ausgerichtet habe. Du denkst nun sicher, für wen hält sich der Typ? Er hat doch das letzte Mal schon verloren. Aber glaub mir, in diesem Kampf wirst du einen völlig anderen Roy kennenlernen. Ja, hoffentlich, weil der letzte war ganz schön stark. Stimmt, ich muss ja jetzt nicht... Doppelkämpfe, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Vielleicht war der deswegen so schwer. Vielleicht ist er jetzt viel einfacher, keine Ahnung. Kurt, das ist nicht das Pokémon, das ich sehen wollte. Warum hast du ein Kohl? Was? Dürre. So. Dürre, er zittert vor der Kraft der Sonne. So, das Gute ist. Warte mal. Der Bock Kehrtwende. Wenn dann schon ein bisschen Schaden machen, ne? Kehrtwende. So ein ganz klein bisschen, ja. So. Tiamat. Du wirst dagegen. Wenn du jetzt nicht Erdbeben oder irgend so ein krasses Zeug kannst, dann müsste das eigentlich klappen. Gela. Nein. Ah, jetzt muss ich schon wieder auswechseln. So. Feuer. Feuer. Raptor. Gut, komm. Lass ihn jetzt Kurtel defensiv irgendwie oh Gott, und jetzt, weil das ja, weil Sonne scheint. Oh Gott. Oh, ja, ja, ja. Du Mistviech, Schaufler. Los, bring dich in Sicherheit, Alter. Ey. Dieser Pissei. Hey. So, hau das Ding weg. Ne. Oh Gott. Ich muss irgendwas Schnelleres einsetzen, weil wenn er jetzt gleich wieder Dings einwechseln, was? Oh, nee. Ja. Nein, ich möchte nicht so gewinnen. Nee, keine Ahnung, X-Angriff. Nein, auf so eine Art möchte ich nicht gewinnen. Ja, hau den weg. Ja, ich finde das voll dämlich gemacht, ey. Ich wünsche, da kann man wenigstens irgendwie so abstellen oder so. Ja, fühlt sich voll gescheatet dann an. Ich hätte eigentlich K.O. gehen sollen. Also ja, also gehe ich auch jetzt K.O. So, Sonnenlicht ist weg.
So, ich muss mal kurz nachdenken. Wird schon irgendwie was Schnelleres einsetzen. 151. 102. Wow, Pecco, komm. Ja, du musst jetzt das Ding erledigen. Ich muss ein schnelleres Pokémon einsetzen, weil wenn er jetzt, wenn ich jetzt mal langsam komme, ne, und Gena wieder folgt, dann dann muss ich, bin ich im nächsten, wenn er auswechselt hier dran. Body Press, was ist das überhaupt? Na gut, dann kommen hier Igni. Gibt es jetzt einfach nicht. Schon zwei Pokémon an das Viecher verloren hat, gibt es nicht. Ich werde noch mehr verlieren, habe ich so ein Gefühl. Das ist sein erstes Pokémon. Ich habe schon hier voll auf die Fresse bekommen. Alter, warum ist das Viech so stark? So, Sprungfeder kann ja paralysieren, ne? Dann mach mal. Hey, wie dann ein Viech uns hier fertig macht. Was ist Body Press für eine Attacke? Ist das Stahl? Kann doch nicht. Das hat doch nicht jetzt gegen den eingesetzt, ne? Ja, super. Was passiert, wenn ich das jetzt einsetze? Okay, was passiert, wenn ich jetzt Sprungfeder da oben einsetze? Er kann ja nicht da oben einschlafen, oder? Bin ich ja die ganze Zeit oben. Okay, ich bin jetzt ein bisschen. Was? Ja. Ja, wie kann hier alles so schief gehen? Ich merke gerade, wenn ich Dings hier reingepackt hätte, Tiamat, dann wäre auch down gewesen wegen Solarstrahl. Aber weißt du was, du hast einmal Top-Genesung eingesetzt. Ich habe keine Top-Genesung. Nein. Das gibt's jetzt einfach nicht. Ich habe mir keine Top-Genesung geholt. Aha. Wach auf. Danke. Er ist ja der erste Pokémon. Ich habe ich mal das erste Pokémon weggehauen. So, paralysier. Ja, danke. Ey. Das erste Pokémon, er hat drei von meinen Pokémon kaputt gehauen. Gibt es jetzt nicht. Und alles nur wegen Genai. Habe ich so ein Gefühl. So. Tiamat, mach das Ding fertig. Muss mit Belebern ja leicht durch die Gegend werfen, habe ich so ein Gefühl. Ja, eine so eine blöde Schildkröte haut hier alles weg von mein Team, ey. So. Stirb. Alter. Hey, wie so viel auf einmal schief gegangen ist. Was für ein Ding? Und das Ziel mit seinen dessen Angriff und Spezialangriffswert sinken, danach wird der Anwender ausgewechselt. Ja, lass mir jetzt nicht solche Auswahlmöglichkeiten geben in diesem Moment. Discovern. Das ist nur Drache. Hm. Oh, bist du schneller als Scorn? Komm an. Ah. Regentanz. Das ist alles so die Viecher, von denen man irgendwie nicht annimmt. Es regnet, so ein kalter Regen geht mir bei den aufgeheizten Körper unter die Haut. Okay, da war nicht schlecht. Der hat jetzt irgendwas, der hat jetzt bestimmt Donner oder irgendwie sowas, ne? Ja, ne, der hat bestimmt Donner, oh Gott. Muss irgendwas wiederbeleben.
Apparat. Ich habe nichts gegen das Ding. Igni. Schon mal wiederbeleben. Ja, der. Boah. Ja, gibt's denn nicht, ey. Ja, ich muss doch irgendwas wiederbeleben. Ich will lieber zwei Sachen hier wieder. Ich muss ja jetzt mit Belebern durch die Gegend werfen, habe ich so das Gefühl. So, Little Mary. Ich muss meine schnelleren Pokémon hier wiederbeleben. So. Oh Gott, ey. Ja, zwei Pokémon. Ich bin schon so in der Ecke gedrängt hier. So, Koro, Eiszahn. Mach das Ding fertig. Schnell. So, wie, du kommst mit einer Kampfattacke oder eine. Er hat bestimmt eine Feenattacke, ne? Pass auf. Eiszahn, mach das Ding weg. Komm schon. Frier es ein, was weiß ich, irgendwas. Lehmbrühe, okay. Obwohl mit Regen. Gut. So, ich kriege ich weg. Pass auf. Gut, da weiß ich nicht so. Hätte noch schlimmer sein können, finde ich. So, jetzt setzt bitte nicht die ganze Zeit nur Pokémon ein, die so blöde Wettereffekte haben. Ne? Auf zu regnen, perfekt. Jetzt ruft er sowieso irgendwie was ein, ja. Tortonator, so. Du bist doch defensiv ausgelegt, ne? So. Was passiert, wenn ich jetzt Kehrtwende einsetze und der setzt diese Fallenattacke ein? Wäre mal interessant. So, Tiamat, dich möchte ich gerne wiederbeleben. Ich hoffe, du setzt jetzt bald nicht irgendwie so eine Abwehr. Ja. Da will ich sowas von ausnutzen, ey. Ja. Ja, tut mir leid, aber so blöd bin ich jetzt nicht. Also nicht, was das für eine. So, du hast mir jetzt mehr oder weniger geholfen. Ich muss mal kurz nachdenken. So, Herr von Lauch, ich habe eine Idee. So, wer du greifst jetzt an. So, gut. Also, was wir jetzt machen? Weil du ja so durchschaubar bist mit diesem Ding. Ja. Mach ruhig deine Panzerfalle. Da wirst du brauchen für den Angriff, der jetzt gleich kommt. So, komm. Ich glaube, der hat nicht Panzerfalle eingesetzt jetzt. Sonntag. Na, schon wieder gefährlich, glaube ich. So. So ein schöner Sonntag. Na, hast du deine Strategie dafür? Jetzt machen wir den, ja, pass auf. Ja, jetzt kommt er natürlich, ist klar. Ich hätte am liebsten noch mal erhöht. So, aber meine Angriffskraft ist jetzt durch die Decke. Oh. Nicht mal mit Volltreffer. So. Solange jetzt Herr von Lauch schneller ist, was ich irgendwie bezweifle, als alles andere, haben wir die Beldra. Haben wir vielleicht eine Chance. Aber das letzte Viech ist, wie heißt halt Dualudon. Also ja, komm, komm, komm. Nein, Erdbeben. Nein, nein, halt das aus. Gut. Wie habe ich das ausgehalten? Die Beldra ist doch Boden. So. Ah, Duraluda wird wahrscheinlich schneller sein, ne? Kann auch nicht mit einem Schlag kaputt gehen. Ich freue, ich werde gegen Dillon gewinnen, also besiege ich dich jetzt erstmal. Okay. So, der hält doch locker einen Angriff aus. Wehe, wenn er mein Partner mit jedem aus dem Stadion pusten. Okay. Alles klar. So.
bin ich schneller als der Teil, ich bezweifle es. Nein, Stahlzacken. Gott. So, oh nee. So, jetzt kommt das. Ich, was mache ich gegen das? Ich, nee, das ist jetzt. Ich habe nix, was irgendwie. Was könnte schneller sein? Igni. Igni wird schneller sein. Ich würde mir am liebsten meinen Dynamax hier aufbewahren. Okay. Du wirst doch definitiv schneller sein als ein Geiger Dynamax des Dualudon, ne? Hat keine Animation. Verbrenn dich. Nein. Autsch. Okay. Weht der Winde und beschwört einen Sandsturm herauf. Na warte. Ich habe das hier geplant. Raptor. Einwechseln. Schlangenblick. Bitte werde zu Dingens, zu deiner Wall. Perfekt. So. Jetzt halten wir noch den Angriff aus und dann setzen wir einfach Geiger, deiner Maxte Bodenattacken ein. Ich habe das Gefühl, ich müsste meine Pokémon so auf so einem bestimmten Level vielleicht hochleveln, weil da wird ein bisschen zu knapp, habe ich so das Gefühl. Tja, das bringt nichts. Ja, verwandle dich erstmal zurück, ne? Und denkt sich jetzt schon, oh oh. Düner Erdstoß. So, komm. Du bist schneller als ich, was? Oh Gott. Geh kaputt. Jawohl. Oh. Alter. Wir kämpfen sind mir zu krass. Yay. Es ist bitter, kurz beim Finale zu verlieren, aber ein Safe hat den Schmerz. Okay. Danilo hat den Sieg errungen. Ich weiß es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und dich gemacht haben. Und da kommst du mit deinem Team an, das noch tausendmal besser ist. Unglaublich, wie viel in so kurzer Zeit dazugelernt hast. Ich gehöre noch längst nicht zum alten Eisen, aber es ist immer wieder erschreckend, was selbst ein kleiner Altersunterschied ausmachen kann. Du hast eine strahlende Zukunft vor dir. Ist jetzt nicht locker und zeig's Delion. Die goldene Nummer 200, Daniro, hat einen unfassbaren Sieg eingefahren. Sie wissen, was das bedeutet, liebe Zuschauer. Der Trainer, dem Delion selbst eine Empfehlung für die Arena Challenge geschrieben hat, wird nun beim Champ-Kampf gegen ihn antreten. Wie ist das Ergebnis des Finales? Okay. Hey, gleich ist es soweit, was? Ich werde der lauteste Fan im Stadion sein. Jetzt muss ich nur noch entscheiden, wer von euch beiden nicht anfeiern soll. Meinen großen Bruder oder meinen Rivalen? Puh, das ist echt keine leichte Entscheidung. Gordrom. Du meinst, ich soll da Niron feiern? Ja, dazu habe ich auch tendiert. Schließlich haben wir so viel zusammen erlebt, seit wir Folong haben verlassen haben. Eigentlich gibt es da gar nichts zu überlegen. Mach das Unmögliche möglich und schlag den unschlagbaren Champ. Du musst gewinnen. Gordrom. Ja, aber erst im nächsten Part, ne? Wenn es geht. Gut. Seid jetzt schon am Finale. So, kann ich jetzt auch theoretisch zurückgehen oder so? Okay. Ich glaube, ich möchte da etwas Top-Genesungen haben.
für den nächsten Kampf. Einfach so, das ist irgendwie weil nicht. Eine kleine Vorsichtsmaßnahme, habe ich so ein Gefühl, die ich treffen sollte. Weil man weiß ja nicht. Die setzen immerhin auch Top-Genesungen ein. Also ja. Nein, was mache ich hier? Hier ist Top-Genesung. Und wir kaufen uns mal 10. Boom. Alles klar. In der nächsten Folge würde ich dann sagen, treten wir gegen Deleon an. Den Champ der Galarion. Und ja. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Vielleicht sollte ich mein Team noch so mindestens auf. Was für ein Level war der gerade? 55 maximal, ne? Vielleicht sollte ich mein Team noch so auf mindestens Level 54, also alle auf Level 54 hochleveln. Weil ich habe so ein Gefühl, ja, zum Beispiel hier, ne? Wo ich weiß ja nicht, was der für ein Team hat, ne? Keine Ahnung. Ich tue so ein paar kleine Vorbereitungen vielleicht noch machen. Ich will nicht immer leveln, natürlich, aber ich glaube so 54 sollte vielleicht mal drin sein, ne? Und ja, wahrscheinlich wird er ja stärker sein als Level 55, aber ja. Mal schauen. Ich jedenfalls sage erst einmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es hier um den Titel des Champs geht. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.